Hallo und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht es hier schon liegen, es dreht sich heute alles um diese Hybrid-Prägeform, mit der man ja, also das ist eine 3D-Prägeform, mit der man gleichzeitig aber auch stanzen kann. Und um die neue Walzenrolle. Im neuen Mini-Katalog ist auch die Hybrid-Prägeform aufmerksame Worte. Das sind deutsche Wörter oder Glückwünsche, ein Denk an dich, ein für dich. Das Ganze sieht so aus, ich halte es euch mal so her. Und das ist im Endeffekt von der Arbeitsweise oder von der Benutzung her das Gleiche. Da kann man auch die ganzen Wörter hier ausstanzen und es gibt noch ganz viele, ich nehme es mal ein bisschen hoch, so ganz kleine Sachen hier mit dazu, kleine Herzen, kleine Zweige. Dann, das könnten wir jetzt als Wölkchen nehmen. Dann kleine Sternchen, kleine Regenbögen und kleine Blüten auch noch. Also wie gesagt, im Endeffekt von der Benutzung sind die genauso. Ich werde jetzt hier heute eben die Herzen voller Liebe nutzen für mein heutiges Projekt. Und ich zeige euch ganz, ganz viele Beispiele dazu. Ich habe mich nicht richtig ausgetobt und ausprobiert. Und ihr findet die Hybridprägeformen auf Seite 18 und 19 im Mini-Katalog. Einmal hier diese Herzen voller Liebe. Also man kann gleichzeitig, wie gesagt, das zeige ich euch aber auch gleich noch, prägen und stanzen. Und hier unten sind auch die aufmerksamen Worte. Und ihr findet hier auf der nächsten Seite, auf Seite 19, ganz viele Beispiele, Karten und Projekte auch noch dazu. Ich finde das immer ganz toll zum Anschauen, weil da kann man sich wirklich viel Ideen auch suchen oder finden im neuen oder überhaupt in den Katalogen von Stampin' Up. Ich sage immer, das ist auch so eine Ideenkiste. Ja, also, wie gesagt, die Hybrid-Prägeform, das ist im Endeffekt eine 3D-Prägeform. Die könnt ihr natürlich immer alleine auch nutzen. Aber es gibt, also zu den Wörtern und auch zu den Herzen im Jahreshauptkatalog sind auch die Zitronen drin. Die sind auf demselben Prinzip im Endeffekt. Und da ist immer eine große Stanzform mit dabei und die passt eben hier in diese Form, in diese 3D-Prägeform rein. Die arretiert da so richtig und dann kann man eben gleichzeitig stanzen und prägen. Und außer dieser großen Stanzform sind eben auch noch ganz verschiedene andere Stanzformen und Teile mit dabei. Das sind einmal so ganz filigrane Herzen, dann, ich nenne es jetzt mal glatte Herzen, dann kleine noch mit dazu. Da kann man die kleinen drei Herzchen ausstanzen und der Rahmen, ich zeige es euch nachher in der Beispielkarte, der bleibt auch stehen, also den kann man dann auch noch nutzen. Dann Zweige, hier auf zweierlei Arten, immer zwei, sage ich mal. Dann gibt es ein Banner, das passt zu dem Stempelset, was passend ist zu dieser Hybridprägeform. Das sind hier die blühenden Herzen, die werde ich jetzt heute nicht verwenden. Ich stelle euch jetzt heute mal diese Hybridprägeform vor. Und es gibt auch hier noch Herzen, die ihr, ich sag mal, vierfach ausstanzen könnt. Oder man kann das auch, wenn man jetzt einen Streifen hat, einfach diese vier Herzen als, ich sag mal, Herzlöchlein, wisst ihr, was ich meine, ausstanzen. Also man kann ja das Positiv und das Negativ immer noch verwenden. Genau, und dazu gehörig zu den Hybridprägeformen gibt es eben diese Walzenrolle. Ich zeige euch auch nachher, ich habe es auch ausprobiert, es mit Fingerspämmchen zu machen, was da der Unterschied ist. Und ich habe heute ein bisschen experimentiert. Ich habe versucht, euch ein paar Tipps und Tricks auch zusammenzutragen, die ich euch vorstelle. Und ich habe am Ende vom Video ganz viele Beispielprojekte, weil diese Hybridprägeformen, also die sind total vielseitig. Also für Hochzeit, für Valentinstag, für Muttertag, einfach so, wenn man ein herzliches Danke sagen mag, wie auch immer, für Verpackungen, für Goodies, für Karten eben auch, für aufwendigere Karten, also ganz, ganz vielfältig. Also ich bin total begeistert von diesen Formen hier. So, und ihr könnt die natürlich einfach als normale Prägeform nutzen. Und wenn ich die jetzt nebeneinander halte, ich habe es mir hier auch
draufgeschrieben. Also das wäre die Negativseite und das ist die, ich habe jetzt hier geschrieben, SU-Seite. Das ist in, ich nehme mal die Stanzform hier raus. Damit meine ich diese Seite, wo das Stampin'Up-Logo vorne mit drauf ist. Genau, also so rum. Moment, ich zeige es euch gleich. Halt so rum. Die habe ich nämlich auch noch eingefärbt. Aber ich wollte euch das Blanko auch mal noch zeigen, so rüber. Und das andere war eben hier drinnen. Genau. Und ihr seht da jetzt einfach schon den Unterschied, wie man die auch nutzen kann mit dem positiven Prägung und mit der negativen Prägung im Endeffekt. Ich finde, es hat beides was. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man aus der Karte oder was man für ein Projekt machen will. Man kann das auch für Scrapbooking ganz toll nutzen, diese Herzen, auch diesen Hintergrund. Und hier kommen diese kleinen Herzen eben vor auf dieser, ich sag mal, Seite ohne das Logo. Da kommen die Herzen vor. Und diese größeren Herzen, das wird, ich sag mal, mehr reingeprägt. Und auf der anderen Seite ist es eben umgekehrt. Das sind die kleinen Herzen als negativ und die anderen, die kommen hervor. Ihr könnt es ja auch ganz gut erspüren hier. Also das ist die erhabenere Seite und das ist die, die einfach flacher ist. Da kommen dafür diese kleinen Herzchen weiter raus. Also da probiert er einfach, was ihr gern haben möchtet. Wenn ihr jetzt ohne Farbe arbeitet, ist es im Endeffekt egal, weil ihr könnt es immer entweder so rüber oder so rüber nehmen. Und genau, ich habe jetzt ein bisschen experimentiert hier auch. Ihr seht schon mit Farbe. Moment, ich muss bloß schauen. SU-Seite, genau, das ist die mit dem Stampin' Up! Logo. Und habe mit dem Walzenroller gearbeitet und habe einmal diese mit dem Logo geinkt sozusagen, eingefärbt. Und da seht ihr schon hier, was es für einen Unterschied macht. Also wie gesagt, dass ihr so ein bisschen Tipps auch habt. Und ihr seht nachher an den Beispielen auch, wie man diese positiven und negativen Seiten auch natürlich verwenden kann. Hier werden jetzt, wenn man diese Seite hier einfärbt, wird eben... ja, hier sind ja diese Zweige zum Beispiel hier bei dem mittleren Herz erhaben. Die werden natürlich hier auch eingefärbt. Auf der anderen Seite, es geht auch, aber ihr seht schon, hier gibt es so ein bisschen Schlieren. Weil natürlich das Ganze flacher ist. Und wenn ihr mit der Walze drüber geht, nehmt ihr natürlich, also diese Herzen sind flacher, ihr habt hier nicht so viel ja, Abstand, sage ich mal. Und wenn ihr mit der Walze drüber geht, die ist zwar hart, aber trotzdem kann es passieren, ebenso wie bei mir, dass ihr euch einfach so ein paar Schlieren hereinmacht. Gut, manchmal kann man das mit Deko einfach überdecken. Am Rand kann man es auch noch abschneiden. Aber wie gesagt, das sind so die Unterschiede. Und ihr seht, hier bleiben diese erhabenen Zweige, die es jetzt hier ja reinprägt, die bleiben hier weiß. Bloß, dass ihr auch mal so einen Farbunterschied seht. Genau. Dann habe ich auch versucht, nicht mit der Walze zu arbeiten, sondern mit Fingerschwämmchen. Ich habe es mir da hinten drauf geschrieben, habe sie jetzt in grün gemacht. Aber also ich habe mir das Ganze hier einfach eingefärbt mit Fingerschwämmchen. Ja, es gibt einen anderen Effekt. Ich lege es euch mal da nebenher, weil ihr seht jetzt schon hier bei den mittleren Herzen vor allem hier, mit den Fingerschwämmchen erwischt man natürlich alles. Da ist es nicht so, dass ich nur die erhabenen Stellen hier sozusagen mit Tinte einfärbe, sondern ich erwische halt einfach alles, wenn ich hier drauf top, weil das Fingerschwämmchen ist ja einfach weich. Also das sind die hier und wie gesagt, wenn man da einmal komplett tupft, macht den Unterschied. So wird es viel feiner, finde ich. Genau. Dann habe ich mit verschiedenen Farben experimentiert. Ich fand so, also so im Nachhinein jetzt pastellige Farben sind sehr viel leichter mit der Walze zu handhaben, wie jetzt dunkle Töne. Ich habe euch hier mal, das war jetzt ein Olivgrün und da seht ihr, das wird dann so, wie soll ich sagen, fleckig, weil das Problem ist, also gerade wenn eure Stempelkissen sehr voll sind, also da lieber dann ein bisschen was abnehmen von der Tinte, einfach ein
mit einem Kosmetiktuch entweder ein bisschen aufsaugen oder mit dem Löffel ein bisschen zur Seite schieben, wobei das dann natürlich schwierig wird, wenn ihr mit der Walze wieder reingeht, weil da verschiebt euch ja die Tinte sozusagen wieder. Also lieber dann aufsaugen. Wie gesagt, wenn das Stempelkissen sehr voll ist, ich habe hier, wie gesagt, mit Olivgrün gearbeitet, dann ist das Problem, dass euch auf diesen erhabenen Stellen, das lässt sich super verteilen, aber ich habe festgestellt, wenn die Stempelkissen sehr voll sind und vor allem auch mit dunklen Farben wie hier, so schnell kann man das Papier gar nicht, also das, ich nehme jetzt hier mal eins, das ist jetzt Vanille pur zwar, aber das ist egal, nach dem Einfärben kann man so schnell sein Papier gar nicht drauflegen, wie auf diesen erhabenen Stellen hier, die Tinte, wenn die sehr, sehr, wie soll ich sagen, kräftig aufgetragen ist mit viel Farbe, kann man so schnell das Blatt hier gar nicht drauflegen und die Prägeform zuklappen. Diese Farbe, die wirft hier dann, weil das ist ja eine ganz glatte Oberfläche, die wird ja nicht, ich sag mal, aufgesaugt, sondern die steht dann hier drauf auf diesen erhabenen Stellen. Gerade wenn die jetzt großflächiger sind, wie hier bei diesen Zweigen, ich meine, bei diesen Pünktchen, da ist es jetzt vielleicht gar nicht so ja, sichtbar, aber bei diesen flächigeren Sachen, diese Tinte, die, wie gesagt, nachdem die ja nichts hat zum Saugen, die wird da auf diesen Stellen schon ein bisschen griselig. Ich habe dann ein bisschen rum ja, experimentiert sozusagen und habt auch noch, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Denn wenn euch diese Tinte so ein bisschen griselig wird, jetzt wie hier bei diesem Herz hier, dann geht einfach danach gleich entweder mit einem Mitstift oder mit einem Wink of Stella einfach drüber. Ich zeige euch das mal. Also das habe ich jetzt schon, ja, ich sag mal, von einem halben Tag geprägt und eingefärbt. Wenn ihr natürlich das gleich macht dann nach dem Stanzen, dann vermischt sich das natürlich hier mit dem Mischstift auch viel, viel schöner. Ich mache jetzt hier mal die Hälfte, um das euch zu zeigen, was es für einen Unterschied macht. Und dann könnt ihr nämlich diese Tinte auch noch ein bisschen verteilen. Und ihr könnt natürlich auch euren Wink of Stella nehmen und dann habt ihr gleichzeitig den Effekt, dass ihr euch hier diese Tinte einfach noch ein bisschen anlöst, die ein bisschen verteilt und es glitzert dann auch noch gleichzeitig. Und ihr seht, so ist das Ergebnis natürlich viel schöner. Ich zeige euch nachher ein Beispiel, wo ich das noch so gemacht habe. Genau, also wie gesagt, da könnt ihr euch so ein bisschen Abhilfe schaffen. Mit Wasser würde ich sehr vorsichtig sein, weil natürlich nicht, dass euch das zu arg verläuft. Aber in diesen Vertiefungen, das geht ganz gut. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt mit einem Walzenroller jetzt arbeiten. Ihr könnt auch sagen, ich nehme jetzt entweder Stampin' Blends oder auch Stampin' Bright Marker oder auch einfach Tinte und könnt einfach nachträglich, ich habe es euch hier jetzt mal gemacht oder ein paar vorbereitet, nachträglich diese, also einfach ganz in Weiß prägen und einfach nachträglich die, ich sag mal, erhabenen Stellen einfach noch farbig machen. Hier habe ich jetzt Savanne genutzt. Hier habe ich jetzt ein Aquamarin war das jetzt und helles. Und so könnt ihr das nachträglich auch einfärben. Und das war jetzt noch eins, das habe ich auch mit Stampin' Blends, habe ich diesen lila Ton hier gemacht. Und das war jetzt eins, das habe ich mit Lindgrün eingefärbt gehabt. Hier habe ich auch noch eins und da bin ich auch, das hat das Lindgrün hat es auch nicht ganz, wie soll ich sagen, ich habe nicht alles erwischt von diesem Herz. Also diese Einfärbung war nur bis ungefähr hierher und oben diese beiden Rundungen, die haben keine Farbe abgekriegt, weil ich da einfach anscheinend nicht genügend hingekommen bin. Da habe ich auch einen Miststift genommen und habe mir einfach, ich zeige es nochmal. In mein Stempelkissen in Lindgrün habe ich mir einfach so einen kleinen Stempelblock, habe einfach so eine, das sieht man jetzt gar nicht gescheit, weil das so hell ist, gell? Habe ich mir einfach eine Ecke eingetaucht. Dann könnt ihr euren Mischstift nehmen und einfach hier die Farbe einfach ein bisschen anlösen sozusagen und könnt hier das Ganze eben nachträglich noch nachkolorieren.
Wenn euch da irgendwas fehlt, dann könnt ihr das gut machen. Seht ihr das? Also wie gesagt, das geht sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, meine Karte zu gestalten. Und wie gesagt, am Ende vom Video zeige ich euch noch ganz viele Beispiele dazu. Diese Hybridpräge vom streitet natürlich nach quadratischen Karten, aber ich zeige euch nachher auch welche im ganz normalen C6-Format und auch Querformat. Und ich mache jetzt aber eine quadratische mit euch, einfach um die ganze Prägeform hier auch mal zu zeigen. Und ich habe mir jetzt hier im Pekanuss-Farbkarton genommen, habe ihn das ganze DIN A4-Blatt, also bleibt in der Länge bei 29,7 und habe es mir abgeschnitten bei 14,85 und habe auch hier mittig bei 14,85 einmal gefalzt. Das ist meine Grundkarte, die habe ich schon vorbereitet. Und dann geht es im Endeffekt gleich zur Prägeform. So, ich werde jetzt heute mit Tinte in Savanne arbeiten. So, dass, damit ihr das gut seht. Also ich mache es auch so, wenn ich jetzt nicht am Video drehe. Ich drehe mir diese Seite, also ich färbe jetzt die an mit dem Stampin' Up Logo vorne drauf. Ich drehe sie mir so rum. Also ich bin Rechtshänder. Ich werde jetzt so das Prägefutter benetzen. Und ich finde, als Rechtshänder geht es so rüber auch ganz gut, weil ich hier bis zur Falz rollern kann. Also ich weiß nicht, wenn man... Also habe ich jetzt als angenehm empfunden, weil wenn als Rechtshänder fange ich ja hier an. Und ja, also probiert selber aus. Ich mache es so rüber. Diese Walze hat hier so Füßchen, da könnt ihr die gut hinstellen, ohne dass die mit der Farbe dann eure Unterlage berührt sozusagen. Und ich nehme jetzt hier eben Tinte in Savanne. Das ist diese neue Unterlage, die es zur Glasmatte dazu gibt für alle neuen Einsteiger. Die lege ich jetzt bloß her, damit mir das einfach hier auch nicht rutscht. Und dann nehmt ihr die Rolle mit den Füßchen nach oben, damit ihr euch, falls jetzt irgendwie seitlich rollert, nicht die, euer Stempelkissen kaputt macht. Und da gehe ich jetzt immer in eine Richtung drüber. Also nicht hin und her, sondern nur in eine Richtung. Ich weiß, bei helleren Tönen, gerade bei Pastelltönen, sieht man es nicht unbedingt richtig gut. Ich hoffe, es geht so als auf der Unterlage. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Aber gerade bei pastelligen Tönen, bei Rosa oder auch bei diesem Fräschenlila, was ich in meinen Beispielkarten oder meinen Beispielen hier benutzt habe, sieht man es nicht unbedingt. Und ihr braucht gar nicht so viel. Und um euch zu zeigen, wie viel da eigentlich auf der Walze ist, nehme ich jetzt einfach mal so ein Kosmetiktuch. Schaut mal, wie viel da drauf ist. Und die könnt ihr einfach unter klarem Wasser einfach abspülen sozusagen und dann einfach trocknen. So, ich mache das jetzt bloß kurz zu. So, und ich nehme jetzt einmal Farbkarton in Vanille pur und lege mir den jetzt so gerade drauf. Der hat jetzt die Maße 15,2 x 14,85. Dann kriegt er genau zwei aus einem A4-Bogen raus. Und das passt schön hier rein. Und ich baue jetzt kurz mal um und hole meine Stanz- und Prägemaschine. Ich weiß, meine Maschine ist immer sehr, sehr groß hier unter der Kamera. Deswegen nehme ich die relativ selten zum Video und kurbel das so durch. Ihr braucht hier die 1er-Platte, dann eure Prägeform. Bitte immer mit dem geschlossenen, mit der geschlossenen Seite nach vorne. Und dann braucht ihr diese dunkle 4er-Platte für die 3D-Prägeformen. Und die kurbelt ihr jetzt einfach einmal durch. Ich zeige euch nachher gleich auch nochmal, wie ihr die mit der Stanzform nutzt. Wenn das einmal so ein bisschen kracht, das ist ganz normal. So, und dann können wir unser geprägtes und eingefärbtes schon rausnehmen. Und ihr seht, was das für ein toller Effekt ist. Also hier habt ihr jetzt natürlich ein paar Stellen, die so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen grieselig geworden sind. Aber unser Trick... Wir können da hier mit dem Miststift einfach reingehen und einfach die Farbe noch ein bisschen verteilen. So, und dann schaut es schon viel besser aus. Beim Miststift immer die Farbe auf dem Schmierpapier einfach abstreifen. Ich werde mir das Ganze jetzt noch zuschneiden, dann für meine Karte auf 13,9 x 13,9. Das könnt ihr hier schön außenrum zuschneiden, so dass ich habe so geschnitten, dann dass
bei den Herzen immer der gleiche Abstand ist, hier oben, unten, rechts, links. Und ich zeige euch aber jetzt noch, wie ihr im gleichen Schritt auch noch stanzen könnt. Ihr könntet das jetzt natürlich nachträglich auch noch machen. Das geht natürlich. Aber ich habe es auch ausprobiert und es ist auch wirklich so, aber ich wollte es auch nochmal probieren. Wenn ihr das auf zwei Schritte durchstanzt und prägt, dann geht natürlich ein Stück weit die Prägung verloren. Wenn ihr das jetzt nochmal durchschiebt, dann presst das Ganze ja hier auch nochmal zusammen. Die Stanzform presst es in das Papier rein und gerade diese schönen erhabenen Herzen und diese Muster, sie sind noch da, exakt. Aber sie sind natürlich deutlich tiefer. So, und ich habe mir jetzt gerade meine Prägeform hier nochmal eingefärbt, auch nochmal mit Savanne. Und da, also auf diese Seite mit dem Stampin' Up! Logo, da sind ja die Vertiefungen. Da kommt jetzt diese Stanze rein. Und ihr merkt es selber, wenn das arretiert, dann lege ich mein Papier wieder drauf. Das solltet ihr natürlich jetzt nicht mehr ruckeln, nur noch upsala, zuklappen. So, und dann einmal wieder die Stanz- und Prägemaschine. Dann braucht ihr den gleichen Aufbau wieder. Platte 1, eure Prägeform und Platte 4. Schaut, dass die Prägeform nicht hier irgendwo raussteht, irgendwie scheps, weil sonst macht ihr euch die kaputt, wenn es die hier irgendwie am Rand irgendwie durchratscht oder so. Und ihr hört schon, es knistert so ein bisschen, es kracht ein bisschen. Ganz normal, passiert nichts. So, und wenn ihr das Ganze jetzt rausnimmt, da kommen euch die Herzen hier schon entgegen. Dann ist es nämlich hier einmal geprägt. Na, sie hängen. Geprägt und ausgestanzt. Und ihr könnt jetzt natürlich euch austoben. Ihr könnt jetzt dieses Teil nehmen. Ihr könnt da wieder was reinsetzen und so weiter. Ihr könnt die einzeln verwenden, wenn welche dabei sind, wo jetzt vielleicht die Prägung nicht ganz so die Farbe nicht so ganz gelungen ist. Dann nehmt ihr einfach das für ein anderes Projekt oder auch fürs Gleiche und nehmt halt einfach die Rückseite. Und da könnt ihr ja auch nochmal farbig machen oder das einfach blanko hier so lassen. Genau. Ich werde jetzt hier diese Prägung hier verwenden mit den noch nicht ausgestanzten Herzen. Aber wie gesagt, da zeige ich euch nachher auch gleich ganz viele Ideen noch. So, und ich habe jetzt hier von diesen filigranen Herzen alle vier einmal noch ausgestanzt, auch in Farbkarton in Pekanuss, und habe mir hier zwei Streifen mit 0,5 cm Breite eben auch noch zurechtgeschnitten. Die habe ich jetzt noch nicht zurechtgeschnitten, das mache ich jetzt gleich an der Karte selber. Und hier habe ich noch ein Pergamentpapier, 4,85 mal 14,85, dass es genau hier drauf passt. Und da werde ich jetzt diese zwei Streifen einfach links und rechts aufkleben. Da mache ich mir jetzt hier so eine ganz dünne Spur her. Und klebe mir die hier einfach links und rechts auf. Ich habe hier Mehrzweckflüssigkleber in so Pipettenfläschchen abgefüllt. Da kommt dann einfach nicht ganz so viel raus. Das ist für diese filigranen Sachen, glaube ich, ganz gut. Die benutze ich relativ oft. So, ich schaue bloß, ob es hier einmal passt. Der muss noch ein bisschen weiter runter. So, ne? Und dann kann ich ja hier diese Überstände einfach abknipsen. So. Ich schaue jetzt, ich glaube, hier muss ich auch noch ein bisschen kürzen. Ja, das schneide ich mir mal kurz weg, den Schnibbel noch. So, und dann kann ich mir das ja hier aufkleben, und zwar genau wieder an diesen Farbkartonstreifen entlang mache ich hier meinen Kleber. Bei Pergamentpapier ist er immer, da sieht man ja immer den Kleber durch, aber so geht's. Und das setze ich mir jetzt hier einfach drauf mit demselben Abstand hier zum Rand. Ich mache es jetzt hier einmal quer drüber. Gnadenlos. Aber ihr seht gleich, wie die Wirkung ist. Und diese Herzen, die setze ich mir jetzt auf diesen Pergamentstreifen. Dann kann ich jetzt mal gucken, wie ich das anordne. Die sind relativ ähnlich. Die werde ich ein bisschen auseinander
nehmen hier, glaube ich. So. Und die werde ich jetzt auch ankleben mit auch mit diesem Mehrzweckflüssigkleber. Und zwar, ihr könnt dann natürlich auch von den Klebebögen was hinten drauf machen. Ich mache es jetzt so. Einfach auf die bisschen breiteren Stellen könnt ihr das gut drauf machen und dann drückt ihr euch das an. Nicht zu viel, also wirklich nur im Pünktchen arbeiten, weil schon drückt euch das raus. Also ihr seht, ich mache da gar nicht viel hin oder drauf. Das reicht schon. Und so, ich schaue jetzt, dass der gleiche Abstand ungefähr ist. Und so klebe ich mir jetzt die anderen zwei auch gerade nur an. Ich habe mir jetzt hier dein Menschennest hinten noch drauf gemacht. Also da war ich jetzt nicht sparsam. Nicht, dass die Karte in der Mitte durchhinkt. Habe mir die Trägerfolie schon abgezogen. Und da kann ich jetzt, das kann ich jetzt hier gleich auf meine Grundkarte kleben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch eine Mattung drunter machen mit 14,35 x 14,35. Entschuldigung. Genau. Und da wollte ich jetzt eigentlich nur noch ein paar Glitzis dazu machen. Und ich habe mich jetzt hier für die Lackakzente Basics entschieden. Die gibt es hier in so einem Braunton auch. Ich meine, das ist Savanne. Die müssen in der Ausverkaufsecke noch sein. Und ich glaube, mir braucht diese Karte nicht. Also ganz tolle Karte. Einleger kommt noch rein, auch mit 14,35 x 14,35. Das mache ich nachher in Ruhe noch und jetzt zeige ich euch ganz viele Beispiele noch dazu. Ich habe ein bisschen gespielt, mal so. Und zwar einmal so in den Tönen Lindgrün, Lagunenblau und Pfauengrün. Und da ist einmal diese Karte hier entstanden. Da habe ich auch diese filigranen Stanzformen hier benutzt in Pfauengrün und habe sie einfach in die Aussparung hier reingesetzt. Das ist jetzt eine weiße Grundkarte und drunter seht ihr, das ist Lindgrün. Also entweder ihr färbt euch das ein mit einem Blendingpinsel oder ich habe noch dazu verwendet, das Designerpapier Faszinierend Floral, das findet ihr auch im Exklusiv-Online-Angebot. Ich habe schon gar nicht mehr arg viel und da war das eine so eine Seite, die eben so marmoriert ist. Die habe ich mir einfach da drunter noch gesetzt und habe meinen Aufleger sozusagen mit der Prägeform, habe ich mir mit Dimensionless draufgesetzt. Also ihr seht, das ist mit Abstand hier draufgesetzt. Ich habe teilweise diese Herzen habe ich einfach mit ausgestanzt. Ihr könnt die auch super mit Blendingpinsel bearbeiten. Das habe ich hier in dem Fall gemacht. Und ich habe auch diese Grundkarte mit der Prägeform, mit der Hybridprägeform, habe ich eingefärbt. Einmal in Lagunenblau und bin dann von unten nochmal zum Verblenden mit Pfauengrün raufgegangen. Und seht mal, wie toll diese erhabenen Herzen da natürlich dann auch rauskommen. Also das könnt ihr natürlich in sämtlichen Farbverläufen machen und ich finde so eine Karte, genauso wie die, die braucht nicht unbedingt einen Spruch. Manchmal reichen einfach auch die lieben Worte, die drinnen stehen. Und hier diese geprägten Herzen, die habe ich dann wieder plan reingeklebt. Die zwei plan und die habe ich mit sogar zwei Dimensionless aufgesetzt, weil ja mein Aufleger auch schon mit Dimensionless aufgesetzt ist, damit es nochmal höher rauskommt, damit diese Karte einfach verschiedene Ebenen hat. Packt jetzt es dazu und ich denke, mehr braucht diese Karte auch nicht und innen habe ich einfach auch noch ein Herz mit so einem Zweig. Dann ganz anders wieder ist diese Karte. Das ist jetzt Farbkarton in Lagunenblau als Grundkarton. Hier habe ich es ganz einfach gehalten, einfach mit dem Streifen Designerpapier. Das war einfach so ein Reststreifen und auch dieser Streifen war ein Reststreifen. Und ihr seht da so tolle, silberne, glänzende Streifen. Und das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier ein Band genommen. Das ist jetzt vom letzten Winterkatalog noch. Feines Geschenkband heißt nur in Weiß war das und mit so einer Silberkante. Und ich habe mir aufs Designerpapier hinten einfach nur ein Stück Abreißklebeband drauf gemacht und habe von hinten mein Band hier eben so aufgesetzt, damit man nur diese Silberkante oder nicht arg viel vom Band sieht. Plus so ein ganz kleines Stück rechts und links. Und dann kriegt ihr eben diesen Effekt und ich finde, das macht total edel, oder? Ein Spruch dazu, ein paar Glitzis, mehr braucht es nicht. Hier habe ich das jetzt nur in Weiß gelassen, habe hier sogar diese Negativform genutzt. Ihr seht, die Herzen sind hier
innen verschwunden und habe hier mit Dimensionist einfach noch drei Herzen einfach aufgesetzt. Einfach in Weiß und Lagunenblau hier halten. Genau. Der Spruch Beste Wünsche stammt hier aus der Raren Rose, auch aus dem Mini-Katalog, ein neues Stempelset. Und hier habe ich jetzt eine quadratische Form, auch mit dem weißen, einfach weiß belassen, sage ich jetzt mal, und habe hier nur zwei Herzen draufgesetzt, die einfach auch noch einen Grünton mit drin haben. Das meint Olivgrün. Genau. Und habe mir einfach da zwei Streifen, auch vom gleichen Designerpapier, Faszinierend Floral, das ist jetzt ein bisschen heller als dieses, habe ich mir draufgesetzt. Und dieses Etikett, das ist Lindgrün als Farbkarton und hier auch Lagunenblau als Grundkarte. Kleines Schleifchen, das ist dasselbe Band, paar Glitzis und mehr braucht diese Karte, finde ich gar nicht. Also die sind total vielseitig, weil man da, ich sag mal, was Edles machen kann, was mit Farbe machen kann, was ganz weiß ist. Ich zeige auch eine ganz weiße Karte, zeige ich euch auch noch. Man kann ins Rot gehen, man kann rustikal gehen. Ich finde das total vielseitig. Ich habe jetzt hier eine im Rot, das ist jetzt Chili mit Weiß kombiniert. Diese besten Wünsche habe ich jetzt so rüber gestempelt, einfach auf die Grundkarte und habe hier, es ist jetzt ein Streifenfarbkarton in Chili und habe hier einfach einen Streifen noch draufgesetzt, einfach nur mit drei Herzen und das in der Mitte habe ich mit Dimensionist, da habe ich eins einfach nochmal oben drüber gesetzt. Und das sind jetzt diese Stanzformen mit diesen, zeig's euch nochmal, mit diesen kleinen Dreierherzchen, die habe ich auch ausgestanzt in Chili, habe sie hier vorne drauf geklebt und innen ist dieses Negativ dazu sozusagen. Also da werden diese drei Herzen ausgestanzt und dieser Rahmen bleibt übrig und der ist ja schade, den einfach wegzuwerfen. Den habe ich gleich hier für die Karteninnenseite genutzt. Ein paar Perlen und mehr braucht diese Karte auch nicht. Also einfach wieder ganz anders, ihr seht schon. Genau, dann habe ich eine in Querformat gemacht. Da habe ich jetzt einfach noch eine andere Prägeform für den Hintergrund verwendet. Und ihr seht schon, es glitzert. Das ist jetzt aus den Prägeformen, 3D-Prägeformen. Basics heißen die. Die findet ihr auch im exklusiv online. Und da habe ich die mit diesen durchbrochenen Karos hier verwendet. Das sind ja so kleine Blüten und noch große Punkte auch noch mit dabei. Und habe hier auch noch Herzen übrig gehabt in Lindgrün. Mit der Walze eben einkoloriert und habe die jetzt einfach erhaben hier vorne drauf gesetzt. Und das ist noch ein altes Glitzerpapier in Lodengrün. Das gab es letztes Jahr Winter, also 2022. Da habe ich noch so einen Streifen gehabt, den habe ich da drunter gesetzt einfach. Und das ist jetzt ein alter Spruch. Der stammt aus einem ganz alten Set, aber das haben bestimmt ganz viele zu Hause. Das war nämlich ganz, ganz begehrt damals, doppelt gemoppelt, heißt das, es ist so ein zweifaches, großes Stempelset gewesen und da stammt dieser Spruch raus, den ich immer wieder gerne für Hochzeiten nehme und ihr seht, das ist so ganz, ganz fein nochmal umrandet und da habe ich einfach die Ränder ins Stempelkissen einfach nur eingetaucht, nur bloß den Hochkant sozusagen eingetaucht und dann habt ihr da so einen ganz feinen Rand drumherum. Weil alles andere fand ich jetzt hier zu wuchtig dazu. Aber das ist immer Geschmackssache. Dann habe ich eine quadratische Karte in Malve gewerkelt und es gibt in der Celebration beim Papier goldige Muster gibt es diesen Bogen hier. Also das ist jetzt die Hälfte bloß nur davon, weil ich natürlich schon was abgeschnitten habe. Und ich fand auch, der schreit so nach Valentinstag und Hochzeit mit den goldenen Herzen drauf. Und das habe ich hier in der Karte verarbeitet und habe hier zwei Herzen, zwei weiße geprägte Herzen aufgesetzt. Und ihr seht, die sind auch vergoldet. Und da habe ich mir einfach die Ränder von den Herzen mit ein bisschen Mehrzweckflüssigkleber eingetupft. Also das habe ich mir nur auf die Unterlage und bin mit einem Papier, ihr könnt da natürlich auch ein kleines Schwämmchen verwenden, bin einfach außen um den Rand drumherum gegangen und habe dann die Deko-Metallblättchen in Gold eben auch verwendet. Und das macht eben so ein bisschen diesen antiken Goldcharakter. Man erwischt da natürlich nie alle Ränder gleich, aber ich finde genau das macht es interessant. Weil viel mehr zu diesem Papier braucht diese Karte nicht. Und da habe ich nur noch einen Streifen Malve eben drüber gesetzt.
zwei Glitzy-Punkte. Und das Designerpapier habe ich hier mit Dimensionals aufgesetzt. Und auf eine Mattung habe ich hier jetzt verzichtet. Ganz, ganz schlicht im Endeffekt. Und natürlich trotzdem mit dem Gold wirkt es natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt eine ganz weiße Karte auch noch. Und habe hier nur ein goldenes Dekoband hier verwendet. Hier innen ist sie auch ganz weiß, ganz, ganz schlicht. Ich finde, für Hochzeiten braucht es das manchmal einfach auch so ganz elegant. Wie gesagt, hier nur das goldene Band hier. Und auch nur ganz weiß diese Hybridprägeform genutzt. Den Spruch nochmal draus. Das ist übrigens die rechteckige mit Büttenrand. Auch bei diesem Moment, bei der Karte habe ich ihn gehabt, genau. Und in Savanne aufgestempelt. Ich habe hier goldene Perlen noch aufgesetzt und zwei Herzen habe ich mit Dimensionals und Erhaben aufgesetzt. Weil ich glaube, mehr braucht es da einfach nicht. Da wirkt einfach diese Prägeform. Also ganz schlicht und edel, finde ich. Fällt mir genauso gut. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe so ein bisschen ins Rustikale noch und habe das mit Grün und Savanne kombiniert. Rustikal edel würde ich jetzt eher diesen Stil nennen. Das ist eine Grundkarte in Olivgrün. Hier habe ich mit Lindgrün kombiniert und habe die Herzen hier innen wie auch hier außen mit Fingerschwämmchen noch bearbeitet, den Rand, dass die einfach so eine Schattierung auch noch kriegen. Auch die kleinen, das ist Savanne eben. Und hier ist eine Mattung in Lindgrün auch noch drunter. Und auch dieses Prägefolder habe ich mit lindgrüner Tinte eingefärbt gehabt. Das kommt so ganz, ganz dezent im Hintergrund raus, aber wenn man jetzt ein weißes dagegen oder daneben hält, sieht man das schon. Aber ganz dezent, ganz schlicht. Und hier die Zweige nochmal einmal in Lindgrün und einmal in Olivgrün ausgestanzt. Das sind die in Lindgrün und die in Olivgrün. Und ich habe sie mit Tinte in Olivgrün auch bearbeitet. Das ist dieses Band in Papageiengrün. Das findet ihr im Jahreshauptkatalog, dieses Metallic-Band. Und Perlchen dazu. Und hier habe ich noch mit einem Stampin' Blend in Lindgrün, habe ich hier einfach noch so ein paar Herzen einfach noch auch noch koloriert. Also einfach nachträglich. Da braucht ihr nur die dünne Spitze und braucht nur so zweimal auftupfen. Mehr braucht es nicht, weil die Stampin' Blends haben ja die Eigenschaft, dass die so ein bisschen verlaufig sind. Mehr braucht es hier nicht. Aber ich finde, das macht auch nochmal eine Auflockerung hier im Hintergrund. Sieht wieder ganz anders aus, obwohl es eigentlich der gleiche Stil ist. Hier sind halt da die Herzen noch und die Deko. Aber so vom Spruch, Band und so weiter ist gleich. Ja, und so könnt ihr euch wirklich austoben, sage ich mal. Und das ist jetzt noch die heutige Karte dazu. Die ist wieder ganz anders. Und ich finde es total spannend, was da so dabei rauskommt, wenn man da so ein bisschen umeinander experimentiert. Und ich wollte euch da einfach viele Beispiele dazu zeigen, weil oft steht man ja vor einem Set und denkt, was mache ich da jetzt vielleicht außer einer Hochzeitskarte, was mache ich da jetzt außer dieser Farbe? Ja, und dann kann man einfach, ja, ihr könnt euch austoben. Und ihr habt jetzt viele verschiedene Formen eben gesehen, wie man es vielleicht kombinieren kann, wo man nur die Herzen aufsetzt, wo man mit Blendingpinseln arbeitet und sowas. Also da könnt ihr euch wirklich austoben. Und ich wünsche euch da jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich gebe euch die Maße von der heutigen Karte einfach unten in die Infobox mit rein und auch die verwendeten Materialien. Und wenn ihr die tollen Produkte von Stampin' Up! Bestellen wollt, dann gerne über mich unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Ihr könnt natürlich jederzeit den Online-Shop nutzen unter https://andreasteiner1.stampinup.net. Und in der Celebration biete ich jeden Sonntag eine Sammelbestellung an. Wenn ihr mir da eure Bestellwünsche bitte bis spätestens 8 Uhr schickt, dann kann ich die am jeweiligen Sonntag noch berücksichtigen und gemeinsam abschicken. Ja, und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich würde mich über einen Kommentar, einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Und ihr könnt gerne auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich werde euch noch eine Idee hier bezüglich einem Goodie zeigen, jetzt dann am Donnerstag. Und ja, freue mich da schon drauf und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald. Ciao!